In unserer Rubrik Mic Drop geht's um kontroverse Themen. Genau mein Ding. Mic Drop. Damit wir Menschen, die ein Organ brauchen, helfen können, ist es natürlich wichtig, dass möglichst viele Leute einen Organspendeausweis haben. Und wie da die Lage so ist, das schaue ich mir jetzt mal an. In den vielen Gesprächen über Organspende auf der Straße habe ich schnell ein Muster erkannt. Wenn man die Frage stellt, wie wichtig findest du denn das Thema Organspende? Sagen fast alle. Ja, schon sehr wichtig, ja. Ich finde schon wichtig. Organspende. Es ist natürlich sehr wichtig. Aber wenn man dann die gleichen Menschen fragt, haben sie denn einen Organspendeausweis? Nee, habe ich nicht. Also? Habe ich auch nie dran gedacht. Nein. Ich glaube, ich habe es noch nicht ausgefüllt. Also, Organspende super, aber Organspendeausweis? Nee. Dabei sollte doch eigentlich alles besser werden durch das neue Gesetz. Vor 2 Jahren hat der Bundestag ausführlich über Organspende diskutiert. Die einen wollten damals die Widerspruchslösung. Das heißt, jeder wäre im Normalfall Organspender, es sei denn, er oder seine Angehörigen widersprechen. Andere Abgeordnete warben dagegen für die Entscheidungslösung. Nur wer aktiv seine Bereitschaft erklärt hat, wird Organspender. Ein Online-Register und regelmäßige Ansprache im Bürgeramt oder beim Arzt sollen dabei unterstützen. Ein Vorschlag, der die Organspendezahlen erhöht, das Recht auf die Unversehrtheit am eigenen Körper wahrt und zugleich zeitnah umsetzbar ist. Die Entscheidungslösung gewann. Das war vor 2 Jahren. Und hat das was gebracht? Das will ich in der Herzchirurgie der Uniklinik Regensburg bei Professor Stefan Hirt überprüfen. Er nimmt mich mit zu einem seiner Patienten. Hallo, Herr Nitschke. Jürgen Nitschke wartet auf ein Spenderherz. Er hatte einen schweren Herzinfarkt. In der Nacht bekommt er völlig unerwartet Kammerflimmern. Also der Herzschlag hat sich scheinbar komplett eingestellt gehabt. Wir haben ihn wiederbelebt. Seitdem kann er ohne diese Maschine nicht mehr leben. Sie ersetzt sein Herz und reichert das Blut über Schläuche durch den Bauch mit Sauerstoff an. Was macht Ihnen jetzt in dieser Zeit die meiste Angst? Dass das Gerät irgendwie ausfällt. Mhm. Es gibt zwar dann die Möglichkeit, dass wenn das Gerät ausfällt, dass man dann mit einer Handpumpe weitermacht. Das heißt, man macht den Schlauch da runter, steckt den Schlauch dann da drauf und dann im Rhythmus 75 Mal in der Minute. Seit der OP ist seine einzige Hoffnung ein Spenderherz, um von der Maschine wieder loszukommen. Aber ob das klappt? Viele Menschen wie er sterben auf der Warteliste. Wir haben 3-mal so viele Patienten, die pro Jahr zu einer Herztransplantation gelistet werden, als wir transplantieren können. Weitestgehend junge Menschen, mitten aus dem Leben heraus. Gerade erst kam die Meldung, dass die Spenderzahlen 2022 bisher um knapp 30% zurückgegangen sind. Dabei war die Situation ja vorher schon katastrophal. Das kann doch gar nicht wahr sein. Da wird groß eine Neuregelung beschlossen und dann passiert nichts. Das versprochene Online-Register zum Beispiel gibt es nach 2 Jahren immer noch nicht. Laut Politik wegen Corona. Dabei ginge es auch anders. In Innsbruck in Österreich treffe ich Christine. Auch sie brauchte vor 5 Jahren ein neues Herz aufgrund einer Virusinfektion. Hier am Innufer, am Stadtrand, war Christine damals leblos zusammengebrochen. Da ungefähr war das dann, wo mein Herzstillstand war. Es war in dem Fall einmal großes Glück, dass genau zu der Uhrzeit, wo ich meinen Herzstillstand da gehabt habe, ein junger Mann vorbeigegangen ist mit seinem Hund und mich reanimieren hat können. Ihr Glück? Sie ist Österreicherin. In Deutschland hätte sie sehr lange auf ein Herz warten müssen, wäre möglicherweise gestorben. In Österreich gilt die Widerspruchslösung. Ja, ich bin sehr froh, in Österreich zu sein und dass ich mein Organ so schnell gekriegt habe, weil die Wartezeit, das ist gar nicht vorstellbar. Man beobachtet selber an seinem eigenen Körper, wie der Zustand immer schlechter wird und man teilweise nicht weiß, ob man morgen noch aufwacht. Hier auf dem Hubschrauberlandeplatz des Klinikums Innsbruck kommen sowohl Spenderorgane als auch schwerkranke Menschen an, die ein Organ brauchen. Die Experten hier sind froh, dass die Situation in Österreich so viel besser ist als in Deutschland.
Wenn man nicht die Widerspruchslösung hat, sondern eine Zustimmungslösung, ist es so, dass für Menschen, die sich mit dem Thema nicht so sehr befassen, es vielleicht schon einen kleinen Moment gibt, wo sie sich überlegen, naja, Moment, wenn das der Gesetzgeber nicht vorsieht, muss ich mir das schon noch zweimal überlegen. Dabei bedeutet die Widerspruchsregel hier nicht, dass einfach drauf los explantiert wird. Auch die Ärzte in Österreich fragen die Angehörigen. Aber die Grundanstellung ist anders. Organspende der Normalfall. Ich glaube, dass es ein starkes Signal des Staates ist, wie man zu dem Thema Organspende steht. Es liegt also viel im Argen. Aber warum haben sich so viele Abgeordnete quergestellt? Auch Stefan Pilsinger hat damals im Bundestag gegen die Widerspruchslösung und für das umstrittene jetzige Gesetz gestimmt. Wem würde es denn wirklich schaden, wenn wir jetzt diese Widerspruchslösung hätten? Das ist ein massiver Eingriff in die Entscheidungsrechte. Viele Menschen können sich mit ihrem eigenen Lebensende nicht befassen, weil sie eine Depression haben, weil sie psychische Probleme haben. Da habe ich auf der einen Seite einen Menschen, der wirklich auf ein Organ angewiesen wäre und auf der anderen Seite einen Menschen, der ein Organ geben könnte, der hirntot ist. Und da tue ich mich total schwer. Ich glaube, man muss den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, auch eine faire Chance geben. Das hat alles noch nicht funktioniert unter Corona und deswegen hoffe ich, dass es jetzt bald funktioniert. Also abwarten. Ich habe meine Gespräche auf der Straße gleich genutzt, um Organspendeausweise zu verteilen. Zum Teil mit Erfolg. Man sagt immer, ja, aber ist zu faul und dann vergisst man es wieder. Und jetzt haben wir es. Super. Es gibt sicher gute Argumente für alle Sichtweisen. Aber hier bei Mic Drop sage ich Ihnen am Ende auch meine Meinung. Es sieht einfach nicht gut aus in Sachen Organspende in Deutschland. Deswegen an Sie, an alle, die sich das jetzt anschauen, der Appell. Holen Sie sich diesen Ausweis. Und an die Politik. Es kann nicht sein, dass wir jetzt so tun, als ob das Problem gelöst wäre. Entweder ihr schafft es, die Lösung, die gerade gilt, so umzusetzen, dass den Menschen wirklich geholfen wird. Oder ihr müsst halt noch mal ran. Und dann brauchen wir vielleicht doch die Widerspruchslösung.